Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es sind in der Tat Haushaltsberatungen in bewegten Zeiten. Die Herausforderungen durch die Unterbringung von Geflüchteten, immer neue Verhandlungsstände zwischen Bund und Ländern zur Übernahme von Kosten sowie die geänderte Sicherheitslage haben in diesem Jahr bereits 4 Nachtragshaushalte notwendig gemacht. Das hat es in einem Bundesland noch nie gegeben. Und Herr Witzel, wenn Sie dann hier sich hinstellen und sagen, das wäre doch alles voraussehbar gewesen, dann kann ich Ihnen nur den Tipp geben, nehmen Sie sich eine Glaskugel und mieten Sie sich bei der nächsten Kirmes eine Bude, dann ist das vielleicht ein Geschäftsmodell für Sie, aber nicht Haushaltspolitik. Meine Damen und Herren, wir mussten diese Nachänderungen machen, um die Ausstattung der einzelnen Fachbereiche schnell an die veränderten Aufgaben anzupassen. Und uns ist es dabei gelungen, den Dreiklang aus Konsolidierung, besserer Ausstattung der Kommunen und wichtiger Investitionen in zentrale Zukunftsfelder beizubehalten. Und meine Damen und Herren, wenn Sie hier in Ihrer Haushaltsrede und im Internet verbreiten, seit 2010 gibt es Mehreinnahmen von 17 Milliarden, wo sind die denn geblieben? Dann will ich Ihnen das, weil es notwendig zu sein scheint, dann auch noch mal im Einzelnen sagen, meine Damen und Herren. Noch nie wurde so viel Geld in diesem Land ausgegeben. Für Bildung von der Kita bis zur Hochschule. Jeder dritte Euro des Landeshaushaltes. Jeder dritte Euro des Landeshaushaltes geht in diese wichtigen Zukunftsausgaben. Im aktuellen Kita-Jahr stehen 161.510 Plätze für unter Dreijährige zur Verfügung. Im Vergleich zu 2010 nahezu 100.000 zusätzliche Plätze. Seit Regierungsübernahme haben wir eine beispiellose Aufholjagd gestartet, so wie kein anderes Bundesland. Wir haben im Vergleich zu Zeiten des Familienministers Laschet mehr als verdoppelt. Wir liegen bei den Bildungsausgaben an der Spitze der Länder. Kein anderes Bundesland ist auch nur annähernd in dieser Aufholjagd bei uns dran. Wir sind da ganz weit vorne. Kein anderes Bundesland gibt im Vergleich zum Gesamthaushalt mehr für Wissenschaft, Innovation und Forschung aus. Die Absolventenzahlen steigen. Wir bilden 25% der deutschen Absolventen aus. Eine herausragende Zahl, ein gutes Signal für die Bildungslandschaft und auch für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen. Und alles, was Sie in den Haushaltsberatungen zu diesem wichtigen zentralen Bereich zu bieten haben, meine Damen und Herren von der Opposition, ist wirklich diese reanimierte Wasserleiche, die Sie jedes Jahr wieder rausholen mit den Studienbeiträgen. Ich habe es Ihnen im Ausschuss gesagt, in den letzten Haushalten schon wieder. Sie machen in Ihren Haushaltskonzepten Studienbeiträge als mögliche Konsolidierung auf, behaupten dann aber gegenüber den Hochschulen, wir würden ja sie noch besser ausstatten, weil wir die Studienbeiträge wieder einführen. Ja, meine Damen und Herren, Sie müssen sich dann schon entscheiden. Wenn Sie Einnahmen aus Studienbeiträgen als Haushaltskonsolidierung summieren, dann bedeutet das, Sie belasten Studierende, Sie belasten Eltern, es ist sozial ungerecht, und Sie nehmen diese Mehreinnahmen den Hochschulen wieder weg, sonst könnte es keine haushalterische Einsparung sein. Dann sagen Sie doch mal den über 700.000 Studierenden und ihren Eltern, was ist denn jetzt Ihre konkrete Haltung zu diesem Thema? Das ist für eine Familie mit 2 Kindern, die in der Ausbildung sind, mal eben eine Erhöhung von 1.000 Euro netto im Jahr. Sagen Sie 2.000 Euro. Dann sagen Sie doch mal, wie Sie jetzt dazu stehen, und dann bekennen Sie sich doch mal, ich will mal den Antrag sehen, wo Sie das auch wirklich beantragen und nicht nur immer davon reden. Und ein weiterer Punkt. Noch nie haben wir so viel Geld an die Kommunen gegeben. 33% aus dem Landeshaushalt geht an die Kommunen. In Bayern, bei Ihrer geliebten Schwesterpartei der CSU, Herr Laschet, mit dem Gentleman Horst Seehofer und dem sachlich nüchternen Finanzminister Markus Söder. Das war Ironie. Ja, ich brauche aber, glaube ich, kein Schild, wie Herr Obtendrenk, wo drauf steht Ironie. Bayern beteiligt die Kommunen mit 425 Euro pro Kopf an den Steuereinnahmen des Landes. Nordrhein-Westfalen mit 568 Euro. Damit liegt Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit Baden-Württemberg an der Spitze der Bundesländer. Würde Nordrhein-Westfalen seine Kommunen so behandeln wie die Kolleginnen und Kollegen ihrer geliebten Schwesterparteien, dann müssten wir den Kommunen dieses Jahr 2,5 Milliarden weniger überweisen, meine Damen und Herren.
So, verstehe ich Sie jetzt richtig, dass Sie das rausnehmen wollen? Ist das jetzt mal ein Konsolidierungsvorschlag? Ja, dann sagen Sie das doch und hören Sie auf, irgendwelche Vergleiche zu machen. Das Zerrbild, was Sie hier in diesen Bereichen zeichnen, hat mit der Realität dieses Haushalts so viel zu tun wie der Tatort Münster mit dem Polizeialltag. Und wenn wir dann schon mal bei der Polizei sind, ja, wollen Sie jetzt schon Rollen verteilen, wer hier wer ist oder was? Ich bin da gespannt, wen Sie glauben, könnte die Staatsanwältin spielen. Das wäre interessant. Aber bleiben wir mal bei der Polizei. Wenn wir dann schon mal da sind, Sie gerieren sich ja gerne als Partei der inneren Sicherheit und Sie sagen ja immer und fordern immer, das ist nicht genug, was ihr macht. 2006 500, 2007 500, 2008 1000, 2009 1000, 2010 1100. Das ist die Entwicklung der Polizeianwärterin in Nordrhein-Westfalen während Ihrer Regierungszeit. Wer hat also etwas für die Polizei in Nordrhein-Westfalen getan? Das war Rot-Grün, meine Damen und Herren. Wir haben 2011 und 2012. Wir haben 2011 und 2012 jeweils 1.400 eingestellt, 2013 1.477. Wir sind jetzt beim absoluten Höchststand, bei fast 1.900. Das sind die höchsten Anwärterinnenzahlen in der Geschichte dieses Bundeslandes. Das sind Zahlen, die für uns sprechen, nicht für Sie. Und da sind wir schon fast bei dem Delta. Dann müssen wir noch darüber reden. Wir haben gestern Besoldungs- und Dienstrechtsanpassungen debattiert. Das erklärt, wo dieses Geld ist. Und diese Bereiche zeigen, dass wir trotz Konsolidierungsfahrt in wichtigen, in zentralen Zukunftsbereichen aufgestockt haben. Nun sind wir aufgrund der gestiegenen Zahlen bei den Geflüchteten besonders gefordert. Mehr als 4 Milliarden Euro plant die Landesregierung 2016 laut des nun vorgelegten Etatentwurfs für Versorgung für Asylbewerber und Geflüchtete ein. Zum Vergleich, auf dem ersten Flüchtlingsgipfel hatte die Bundesregierung bundesweit 3 Milliarden als Paket für Länder und Kommunen vorgeschlagen. Ich sage nachher noch was zu dem Anteil des Bundes. Wir in Nordrhein-Westfalen werden 2016 den Kommunen 1,95 Milliarden Euro für die Aufgaben aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zuweisen. Meine Damen und Herren, gegenüber 2014, es waren da 91 Millionen und 2015 rund 810 Millionen, eine deutliche Steigerung. Und damit legen wir die Grundlage auch für die Integration der Geflüchteten. Wir haben in diesem Haushalt zusätzliche 12.500 Stellen in der offenen Ganztagsbetreuung mit 15,3 Millionen eingeplant. Für Projekte zur Kinderbetreuung und Integration sind es insgesamt 35 Millionen Euro. 2.390 neue Stellen für die Flüchtlingsaufgaben richtet das Land im kommenden Jahr ein. Im Schulbereich werden 2.356 neue Stellen geschaffen. Das war 2015. Und schon 2015 gab es hier einen Aufwuchs um 3.600 Stellen. Wir sind jetzt bei über 5.700 Lehrerinnenstellen. Meine Damen und Herren, da können Sie auch mal applaudieren. Das sind gute Nachrichten für Nordrhein-Westfalen. Das sind gute Nachrichten für den Bildungsstandort. Und in diesem Jahr gibt das Land fast 2 Milliarden Euro für Unterbringung, Versorgung und Integration aus. So hat Nordrhein-Westfalen einen Anteil an den 2 Milliarden des Bundes für die Flüchtlingsunterbringung in Höhe von 162 Millionen direkt an die Kommunen weitergegeben. Im Flüchtlingsaufnahmegesetz haben wir den Stichtag, nachdem sich die Zuweisungen an die Kommunen richten, vom 1. Januar des Vorjahres auf den 1. Januar des laufenden Jahres verschoben. Wenn mehr Geflüchtete zu versorgen sind, dann erhalten die Kommunen auch von uns zeitnah das Geld. Und insgesamt erhalten die Kommunen mehr als 4 Milliarden, insgesamt sehen wir mehr als 4 Milliarden Euro an Ausgaben vor. Und da will ich noch mal an den Anteil, den der Bund an diesen Ausgaben hat. Es sind 796 Millionen. Sie tun ja so, wenn man Ihnen zuhört, als wenn das alles, was wir machen, mehr oder weniger vom Bund finanziert würde. Es ist mitnichten der Fall. Der Kollege Zimkert hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass der Anteil im Vergleich zum Vorjahr ja sogar noch gesunken ist. Meine Damen und Herren, es zeigt ganz deutlich, wir stehen in der Verantwortung, wir werden unserer Verantwortung gerecht. Auf Bundesebene mit Ihrer Regierungsbeteiligung sind wir da noch lange nicht so weit und wir müssen stärker darüber reden, wie Länder und Kommunen entlastet sind. Wir werden aber unserer Verantwortung gerecht mit über 4 Milliarden Euro. Wir waren in den letzten Jahren auf einem Konsolidierungspfad
Und wir haben trotzdem, das habe ich eben dargestellt, in den wichtigsten Zukunftsinvestitionen des Landes draufgesattelt. Wir sind jetzt besonders gefordert. Wir wollen stärker für die Zukunftsaufgaben, die jetzt vor uns liegen, für die Integration derer, die zu uns kommen, die hier bei uns Schutz suchen, einstehen. Wir wollen die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Und, meine Damen und Herren, ich finde es auch wichtig, vielleicht begegnet Ihnen das draußen auch, dass wir jetzt nicht so tun, jetzt, wo wir eine steigende Zahl an Geflüchteten haben, dann packen wir auch Geld raus. Diese Aufgaben, diese Ausgabensteigerung, die ich Ihnen eben näher gebracht habe, die kommen alle zugute. Von besserer Bildung, von besserer Infrastruktur, von mehr sozialem Wohnungsbau profitieren alle, meine Damen und Herren. Und es ist nicht so, dass es ein exklusiver Kreis ist, sondern es bringt das Land insgesamt voran. Und trotz dieser Herausforderungen wird Rot-Grün die geplante Neuverschuldung im kommenden Jahr leicht senken können. Und das zeigt eben, dass wir nicht nur bei der Abbau der Netto-Neuverschuldung an die zukünftigen Generationen denken, sondern zur nachhaltigen Haushaltspolitik. Und das kommt bei Ihnen überhaupt nicht zum Zuge, meine Damen und Herren von der Opposition. Zu einer nachhaltigen Haushaltspolitik gehört eben nicht nur die schwarze Null, sondern gehört auch die Zukunftsaufgaben zu bewältigen und die nachfolgenden Generationen nicht durch fehlende Integrationsleistungen, durch schlechte Bildung Aufgaben zu hinterlassen, die sie nicht mehr auffangen können. Das gehört auch dazu, meine Damen und Herren. Und das, was von Ihnen hier in der Debatte kommt, Herr Witzel, aber auch Herr Dr. Oppendrenk, da muss man wirklich sagen, im Westen nichts Neues. Es war im Wesentlichen, Sozis können nicht mit Geld umgehen, nach dem Motto, die Regierung ist so links, da ist selbst der Kontostand rot. Und ich habe dann in den Beratungen darauf gewartet, und wir beraten ja heute die Einzelpläne, und da bitte ich auch mal die Kolleginnen und Kollegen von der Pressetribüne darauf zu achten, dass sie dann wieder in jedem Einzelplan ihre fachpolitischen Sprecher von der Kette lassen, die dann in jedem einzelnen Plan sagen, es ist ein guter Ansatz, aber es ist noch nicht genug, ob das bei der Bildung ist, ob das im Bereich Inneren ist, ob das nachher bei der Kultur ist oder in den Einzelplanen, die wir heute beraten. Sie haben eine Arbeitsteilung, die der Kollege Witzel ja in der letzten HFA-Sitzung offen zugegeben hat. Nachdem die FDP ein Dutzend Mal ihre Kolleginnen und Kollegen aus den Fachausschüssen überstimmt hat, die sich dann enthalten hatten, wo die FDP mit Nein gestimmt hat, haben wir mal gefragt, Herr Witzel, was machen Sie denn da eigentlich? Wie kommen Sie denn mit Ihren Fachkollegen, zum Beispiel Frau Freimuth, die mich gerade fragend anguckt? Klar, wenn Sie im Fachausschuss anders abstimmen als Herr Witzel im HFA, dann sagt Herr Witzel, ja, aber wir haben die Haushaltsverantwortung. Meine Damen und Herren, diese Arbeitsteilung, die können Sie auch wirklich nur in der Opposition machen. Dass Sie dann wie bei Asterix und Obelix die fachpolitischen Sprecher während der Haushaltsberatung wegsperren, wie den Baden, wie Trubatix, das ist dann auch etwas, was wir nicht machen. Im Gegenteil, wir werden eine Reihe von Änderungsanträgen einbringen, die wir schon zur zweiten Lesung in die Fachausschüsse gegeben hat, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Allesamt Schwerpunkte, die der Zukunft dieses Landes dienlich sind. Und selbstverständlich werden wir auch außerhalb des Haushaltsverfahrens aktuelle Entwicklungen aufmerksam beachten, gerade im Bereich der Flüchtlingsunterbringung. Es sind weitere Änderungen angekündigt im Bereich Kiebitz. Und das sind die Schwerpunkte. Und sie tragen mit diesen beschlossenen Mitteln, mit diesen Anträgen dazu bei, rechtzeitig und konsequent nachzusteuern und gute Schwerpunkte zu setzen, um die Aufgaben, die vor uns liegen, zu bewältigen. Vielen Dank.